Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Ghost Crowd, ja, den Seenotrettungs-Simulator-Adventure-RPG-Detektivspiel, je nachdem, in was sich's einordnet. Jo, wir sind ja momentan an Bord und müssen die Verdächtige verhören. Allerdings kleiner Hinweis, falls ihr auch das Spiel habt oder halt spielen wollt, whatever. Das Spiel setzt nur an bestimmten Stellen Speicherpunkte. Sprich, ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, wie ich jetzt zum Beispiel zu der letzten Folge, alles klar, die Folge ist frisch für euch, habe ich jetzt aufgenommen, ich gehe raus und spiele dann genau an der Stelle weiter. Nein, dann könnt ihr die Mission komplett von vorne spielen, ihr müsst immer eine Mission abschließen, dann speichert das Spiel. War auch ein Feature von den Seenotrettern, hätte nicht übernommen werden müssen. Zudem, es gibt keine deutsche Sprachausgabe, es ist in Englisch mit deutschen Untertiteln. Warum kein Deutsch? Ich weiß es auch nicht. Wird anscheinend überbewertet. Egal. Wir müssen jetzt in den Verhörungsraum, in den Vorstellungsraum und mit unserer Tatverdächtigen reden. Und noch ein Punkt ist sehr interessant. Die Geschichte wird nicht linear erzählt. Es gibt zwar ganz strikte Wege, die diese Geschichte hier geht, aber sie wird in anderen Reihenfolgen erzählt. Der Tino zum Beispiel war jetzt gestern auf irgendeiner Bohrinsel, weil er ein anderes Gemächtnis oder eine andere Erinnerung von sich gefunden hat. Ihr erinnert euch, wir waren ja auf diesem komischen Schiff und da habe ich diesen Zettel gefunden. Tino hat eine Karte gefunden. Das ist ganz interessant, also schaut unbedingt auch dann bei Tino rein. Irgendwann werden wir uns kreuzen, werden dann irgendwo das Gleiche haben oder er spielt dann das später und ich spiele dann seins halt später. Je nachdem. Wir gehen jetzt ab. Ja, das wäre Schwachsinn. Und ich sehe, ich habe eine Taschenlampe und das ist richtig. Ich muss nur die 1 klicken. Und die Taschenlampe bringt richtig viel. Ah, das geht's auch an hier. So, ein Verhörungsraum. Der ist es ja hier anscheinend nicht. Da machen wir nur auf, wenn die Küche gekocht wird, ja. Okay. Dann machen wir das mal hier wieder zu. Ja, das Licht geht leider Gottes nicht so ganz hin und her. Wo zur Hölle muss ich denn hier hin? Bist du das? Hi. Wer bist du? What's up, Finn? Ich habe Arbeit für dich. Aktuell habe ich noch keine Aufgaben für ein Labor. I have work for you. Samples? Fingerprints? Database tests? No problem. Just put that object of yours up on the lab table, or rather, the computer. And I can explain the rest to you. Naja, das Ding ist halt leider nur, dass ich nichts habe. Tja, Gut, Entschuldigung, Tür zu. Sind wir jetzt hier richtig? Hallo? Hi, willst du die Verdächtige verhören, Colin? Do you want to question the suspect, Coleman? No, it's fine. I'm sure you can handle it, Finn. Bis gleich, Kollege. See you in a bit. See you in a bit? Well, you're welcome, Kollege. So. Das ist also hier unsere Affentäterin. Sieht sehr freundlich aus. And now to you. Jetzt zu Ihnen. Wie heißen Sie? What's your name? Fatima. Fatima. Haben Sie den Schiffsmotor manipuliert? You have the shipping engine. Many days. Did you manipulate the ship's engine? Oder so. What? Is that what you think? Eigentlich glaube ich, dass Sie sind unschuldig. Sie sind die einzige Tatverdächtige. Reden wir über etwas anderes. Sie ist einzigartig auf Englisch. You are beautiful ist scheiße. You are einzige. Irgendwie. Doesn't look good. You were the only person left on the ship. And somebody had to be piloting the ship. Not me. Then who was it? Der Nikolaus. Dear Nikolaus. Hans Dampf. Hans Dampf. Der liebe Gott. The love God. Lee Chuck. Hans Dampf. Joe Schmo. He fled with his men. Shortly before they started shooting at the ship. They just left us there. I was just trying to repair the engine.
I wanted to get the fire under control so that we could survive. Ah ja, haben Sie den Schiffsmotor manipuliert? Warum waren Sie auf dem Flüchtlingsschiff? Egal. Why were you on the refugee boat? What kind of question is that? I wanted to cross the ocean. Interessant. Let's talk about something else. Na, reden wir über was anderes. Gut, kann ich nicht. Did you manipulate the ship's engine? What? Is that what you think? Ja, ja. Ach komm. Let's talk about something else. Okay. We're going to carry on our conversation later. Gut, haben nichts rausgerückt. Hello? Hi. Was hältst du von ihr? What do you think of Fatima Coleman? I'm skeptical. What was she doing in the engine room? Maybe she was destroying evidence and covering for her husband who organized the whole thing. See you in a bit. Ja, toll. Und weiter? And now to you. Oh, und jetzt zu Ihnen. Werden wir einfach das nochmal fragen. I wanted to cross the ocean. Ja, ja, Sie wollten übers Meer. Wieso waren Sie im Maschinenraum? Why were you in the engine room? I just happened to be down there coincidentally when the engine exploded. Ah ja, Sie waren zufällig dort unten. You are random des unten, der andere. You just happened to be down in the engine room coincidentally. Why was that? The smuggler called me down below deck. I guess he'd taken a liking to me. Ah ja, also kannten Sie die Schlepperbande doch. Aha, you are the Bandit. Doch. So you did know the smugglers. Smugglers, no. Okay. I was a refugee like everybody else on board that ship. He just thought I was pretty, but I didn't play along. He told me I could escape with him and that the others were doomed anyway. Ah ja. Was passierte dann? And whether? What happened then? Oder what happened he then? He got really angry. He said that if he couldn't have me, then I could just drown along with the other refugees. He locked me in the engine room and must have gotten into the lifeboat and fled. Shortly afterwards, shots came flying into the engine room. He was shooting at us. Ah ja. Blödsinn. Bullshit. Where you do tootin'? Bull. Why would he do that? After all, it must have been his ship. I don't know. Let's talk about something else. What else? Well, if I can summarize your story so far. You have an argument with the skipper, and he has nothing better to do than to shoot at his own ship to get back at you? His ship, probably his biggest source of revenue. You're then stuck in the engine room and are trying to get an engine fire under control. I gotta say, that isn't too believable. I'm going to have to keep questioning you. Sie sind also Mechanikerin. You are also a mechanic girl. So, you're an engineer. Oder so. Yes, engineering is my dream. I already started tinkering around with my dad's car when I was a kid. I want to do what I love. Oil, gasoline and engines are my world. Ich bespreche mich mit meinen Kollegen. I have the question, I have the speaking on my colleague. I'm going to discuss this with my colleague. We're going to carry on our conversation later. Ja. Ich weiß nicht, was ihr habt, aber mein Englisch ist very good. Ne? Also, die hat mich jetzt schon verstanden. Und ich sie auch. Hello? Hello, Kollege. Ja. She says the ship was being shot at. Why would someone be doing that, unless they were trying to destroy evidence? We can't prove it anymore, that's for sure. The ship has sunk and the other refugees won't say a word. Maybe it really was just an unsafe ship. The engine fire could have been caused by anything, really. You know that there have been a huge number of refugee ships sinking lately. We can hardly keep up with our rescue missions. The Border Control Agency is already under a lot of pressure because they don't seem to be able to stop the refugees from heading out in those derelict, dangerous ships.
I'm surprised those things even float, but I'm still skeptical. Okay, what do we do with her? We should probably hand her over to the authorities on land. I can already start preparing her asylum application. All right, agreed. I'll let her know, and then we can take her into custody. Jo, jo, den Asylantrag, den haben wir jetzt schon mal während des Schiffs hier ausgeflogen. Hello. So. Und jetzt? Ziel, ich muss ihre Fragen herausfinden, was auf der Maschine noch war. Sie befragen, herausfinden, was sie im Schiffsraum der Maschine auch vorhatte. Ja, geil. Das ändert aber... Wir sollten sie an Land bringen, das ist ja momentan nicht das Ziel. Komme ich jetzt hier weiter? Hallo? Hallo. Okay, was machen wir jetzt? Willst du die Verdächtige hören? Okay, what? We should probably hand her over to the authorities on land. I can already start preparing her asylum application. All right, agreed. I'll let her know and then we can take her into custody. Also, alles klar, ich muss ihr noch Bescheid sagen. Hello, Susan. And now to you. Yeah, yeah. I'm speaking with my colleague and your asyl entrack have positive. My colleague will take care of the asylum application. Until then, I'm afraid we're going to have to take you into custody and keep you in our cell. You really want to lock me up? Yes, at least until the authorities in your country of destination can take you in. Defoe, this is MSC. Over. This is an emergency. A Ro-Ro ferry has caught fire. It just keeps coming today. Okay, MSC, we're on our way to the Ro-Ro ferry. I've already programmed in the new waypoint, so let's pilot the Daniel Defoe over there. So, es geht weiter. Es gibt neue Waypoints. Jetzt ist Lotti hier angesagt. Fertig mit Quatschen. Volles Gas voraus, minus 60 Grad. Er wird eingeschlagen. Und das Ziel ist irgendwo da hinten. Und go. Go, go, go. Jo. Na, schauen wir mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht so genau, wo die Story hingehen will. Bin ich halt immer noch etwas, naja, ne? So in der Richtung. Aber wir werden es halt trotzdem natürlich weiterspielen. Natürlich auf meine eigene Art und Weise. Mit meinem eigenen Humor. Und ja, I speak zwischendurch my very good little English, ne? Denn so I am... this game of the non-German language speak, dessen I am the English speak, ne? And this is not so good, I am other funny, oder so, ne, also. So, aber dann mach ich mal hier das Ganze, was hier etwas blöd ist, man kann, glaube ich, hier nicht spulen, oder? Nö. Jedenfalls nicht, dass ich hier irgendwas sehe. Neustart, Pause, Optionen, beenden. Was habe ich denn hier in den Optionen? Aber hätte es gedacht. Beenden, nö. Aber... ja, kann ich das Ganze hier vom Mast steuern, sehr schön. Steuerbord, Ego-Persik. Alles klar. Löschmonitor, Bull, Cag, Verfolgerkamera, F9. Ja, kommt fast Stimmung auf. Ja, beim... danke. Ja, bei den Seenotrennern konnte man ja wenigstens noch spulen. Ah, halt, was ist das hier?
Was denn jetzt, Lund? Finn, what was that? I don't know. The ship isn't moving. Blackout? Total breakdown? Crap. And we don't have a technician on hand to get the Defoe back up and running. Really, a less than ideal situation considering the bad weather we're in. And the Ro-Ro ferry needs our help. MSC, the Defoe isn't moving. Blackout. Can you get her up and running again? We're trying, but we don't have the necessary know-how on board. Neuer Logbuch-Eintrag. So, wir müssen den Einsatzmechaniker stimmen müssen. Ich werde einen Einsatzmechaniker bestimmen. Schon wieder ein brennendes Schiff. Blablabla. Okay, gut. Was für ein Zufall. Jetzt müssen wir natürlich die nette Dame wieder ganz freundlich fragen, ob sie... Oh, okay. Wo ist die Zelle? Wenn ich mal blöde Fragen darf. Oh, Entschuldigung. Schauen wir kurz zu hier. Warte mal das Licht an. Gott, verflucht nochmal. Ist das hier eine Zelle? Nee. Ist das auch keine Zelle? Ist das eine Zelle? Nee, hier hängt ein bisschen Salami. Oh Gott. Oh Gott, ich bin allein mit der Salami. Ich muss nicht allein mit der Salami sein. Ah, jetzt geht's. Ach, hier. Fatima. Mhm. Wir haben ein Problem. We have a problem. Mhm. We have a blackout on the ship. Mm-hmm. If you really are an engineer, then you should be able to localize and fix the problem. What are you proposing? We let you out of the cell. You repair the engine. And we put in a good word for you and your story. But don't you dare try anything stupid. I'll try my best. And? What can you see in the engine room, Fatima? I think I've already been able to locate the problem. I have a really bad feeling about her getting her hands on our engine, Finn. It's irresponsible. Wait a minute. I think I can start it back up using this. Wow. The machines are up and running again. I have to say, I'm kind of impressed. That was great, Fatima. Maybe there's some truth to your story after all. You trust her? Seriously? Let's head over to the Ro-Ro ferry first, Coleman. I'm just gonna clean up here a bit, and then I'll join you. Coleman, I've been thinking. What is it, Finn? We desperately need a new engineer on board. Good personnel is hard to come by. And Fatima was able to fix... Oh no, Finn. No. She's a suspect in a crime, Finn. There hasn't been any proof yet that she's actually guilty. She doesn't even have a visa. We can get her one if the check doesn't turn up anything. Now that we've seen her work, I believe her story. Besides, I like her. My God, Finn, she's completely messed with your head. But what would actually be wrong with it? You're the boss, but don't say I didn't warn you. Fatima. Yes? You're looking for a job as an engineer? You're joking. I can only dream about a job like that. Do you think you could hold your own with a Coast Guard crew? You mean I'm supposed to... on your... We can put in a good word for you at the very least. I don't know. Do you think that... Yes or no? Yes! Yes, of course I do! Finn liebt Fatima, Finn liebt Fatina, Finn liebt Fatina, meh. Entschuldigung. Meine Fresse. Logbucheintrag erfolgreich. Hätten wir bis dahin jetzt noch schippern müssen, wir wären ja nie angekommen. Herrgott. Ja, was haben wir in der heutigen Folge und der jetzigen Abschnitt gelernt? Ganz einfach, Asylanträge werden auf dem Schiff vorher schon ausgefüllt. Ganz klassisch. Wir stellen eine Tatverdächtige einfach so ein. Sie hat zwar keine Aufenthaltserlaubnis, ist relativ egal. Sie hat vorher gefragt, willst du in der Crew mit reingehen? Ja, alles klar, auch kein Problem. Aber damit haben wir diese Mission beendet. Wir tragen das Ganze in unser Logbuch ein. Jetzt wird das Ganze auch mal wieder gespeichert. Was auch sehr passend zur Zeit ist, aber ich warte natürlich den Speichervorgang noch ab. I have to take a look around. Maybe I'll find some objects that will jog my memory a bit.
Richtig. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt, das Däumchen trotz all dem nicht vergessen da zu lassen. Und dann bis zur nächsten Folge. Go Squad. Den Rettungsboot Adventure Detektiv MMORPG. Ja. Ciao.